So, dann warten wir mal erstmal wieder. Er lädt gerade, damit es endlich weitergeht. So, wie gesagt, war vorhin ein bisschen spontan mit dem Aufhören des Streams. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt eh schon kurz Pause machen muss, dann kann ich auch noch kurz was essen, bevor ich weitermache. Das muss man ja durchplanen. Vorher habe ich den Anruf meiner Frau erst nach dem dritten oder vierten Mal mitbekommen. Eher ungünstig. Ja, was machst du? So, ja, ich streame gerade. Was soll man machen? Ne? Ab und zu ist das halt so. Okay, gut. Die Erstladezeit. Ich bin ja schon froh, wie gesagt, es gibt keine Ladezeiten zwischen den Toren. Es zuckelt nur einmal kurz, weil er dann wahrscheinlich den nächsten Sektor lädt. Aber es ist halt so ein simuliertes Ladebildschirm frei, ne? Also die Animation wird das wohl regeln. Und da hat man kurz die Kanone gesehen, auch schön. So, jetzt ist halt die Sache, Knete verdienen, wie es sich gehört. Nach da raus, das ist schön, da ist offen. Jetzt können wir mal gucken, haben wir in diesem Sektor hier schon einen Satelliten platziert? Nein, das sieht nicht so aus. Das heißt, wir werden dort einen hinsetzen. Ja, da brauche ich keinen Autopiloten für. Die paar Meter kann ich selber fliegen. Ne, kein Risiko eingehen. Aber hier gibt es halt mehrere Stationen. Auch was haben wir da? Das Ausrüstungsdock. Ja, okay. Das ist jetzt nicht gerade das Wichtigste. Schildkomponentenfabrik. Da kann unsere Händlerin dann wahrscheinlich gut was verkaufen. Da hoffen wir jetzt zumindest drauf. Und es ist, glaube ich, gut, wenn man die Schiffswerft und so weiter halt im Satelliten mit drin hat. Dann sieht man auch, wie sich die Schiffpreise bei den Schiffen und so weiter verändern. Braucht man sich darum keinen Kopf machen. Also auch hier Satellit raus, damit es sich auch gleich gelohnt hat, dass wir die gekauft haben. Und dann können wir gleich mal gucken. Also wir müssen doch irgendwann auf große Entdeckungstour gehen. Einfach, weil ich halt immer noch den das Handelssoftware MK2 suche. Jetzt werden wir mal dahin fahren. Da können wir unseren Autopiloten mal wieder ein bisschen unterstützend einsetzen, weil ist ja weit. Dann weiterhin testen, wie der funktioniert. Theoretisch, der wird ja auch hier jetzt nicht von der Autobahn eingefangen. Er ignoriert aber auch hier einfach die Kollisionsabfrage. Was einem dann doch so ein bisschen in Angst versetzt. Da ist auch noch eine Station. Warum sehe ich die hier nicht? Die kriege ich mit rein, die und die auf der anderen Seite halt nicht. Das ist aber. Warum fliegst du jetzt rüber? Ach, ich weiß nicht, was der Autopilot hier manchmal macht. Boosten wir uns hier mal hin. So, gucken wir mal. Entfernung zu der Station. 29. Ach komm, dann fahren wir noch ein bisschen näher ran. 28, 27, okay. Damit ist die drinne. Die ist sowieso drinne und du da hinten mit 35 nicht. Verdammt. Braucht die Medikamentenfabrik einen eigenen Satelliten? Gute Frage, nächste Frage. Mehr ist da nicht in der Ecke, ne? Ist auch gerade die Frage, Schiffstechnologiefabrik, da hätte ich eigentlich auch gerne noch einen Satelliten dran. Heißt ja, ich werde jetzt die noch mitnehmen. Einfach weil, warum nicht? Gut, die Satelliten sind teuer. Okay. Eigentlich sind sie günstig. Beim aktuellen Spielstand fallen sie bei mir unter teuer. Da hinten ist auch noch was. Da habe ich gerade was gesehen. Da, in einem anderen Winkel sieht man es.
Aber das wird zu weit weg sein, als dass ich beide Stationen reinkriege, ne? Ich habe die jetzt mal ausgewählt, dann sehe ich sie ja gleich am Rand, wenn sie ihre 28 Kilometer weg ist. Jetzt sehe ich die Station da hinten gar nicht mehr. Doch da. Ist eindeutig zu weit. So, das ist 28. Ja, gut. Haben wir den jetzt auch. Ist halt so. Und jetzt gucken wir mal, was sich da hinten befindet. Es hat nicht mit der Technologiefabrik zu tun. Jetzt ploppt da ein Fragezeichen auf, was jetzt schon wieder weg ist. Das wollte mir bestimmt irgendwas Wichtiges mitteilen. Aber ich weiß nicht was. Drei inaktive Missionen. Drei? Ich muss gleich mal gucken, was das war. Vielleicht ist das ja eine Art Missionsmarker gewesen. Nochmal eine Medikamentenfabrik. Aber so ganz abseits, ne? So, warte mal. Jetzt Mission. Nee. Da, Missionsmanager. Andere Mission. Achso, die Tiller, die werden wir jetzt auch befördert. Das ist cool. Das machen wir schon mal auf aktiv. Dann klären wir das mit denen nämlich gleich auch noch. Die wollen uns, glaube ich, auch. Wo wollen wir? Wo müssen wir dafür hin? Da in die Ecke. Da sind also auch nochmal Stationen. Das ist super. Dann werden wir aber erstmal zu der fahren. Fliegen eher, aber das machen wir jetzt zuerst. Die Station mit reinnehmen und dann machen wir die Paraniden, Teladi, Freunde werden. Dann kriegen wir hier auch größere Schiffe. Gefällt mir. Können nie groß genug sein. So, hier ist ja leider auch wieder nichts in der Nähe. Das heißt, jetzt für einzelne Stationen Satelliten rauswerfen, ne? Ob das jetzt schön ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber besser als gar nichts. So, jetzt können wir die mal einmal auf aktiv setzen. Und sagen dem Autopiloten, bring uns da mal hin. Ja, sind wir halt da auch jetzt. Freunde des, weiß ich nicht, des Unternehmens oder wie auch immer das dann heißt. Okay. Die handelt weiter. Tila, die freuen sich. Alles ist gut. Es läuft genauso wie geplant. Ich muss gleich nur Missionen machen. Damit wir noch ein paar weitere Schiffe reinkriegen. Denn ein Händler alleine macht uns nicht reich. Uff, fährt jetzt, fliegt jetzt doch einfach durch, ne? Genau. Nimmt nicht den Highway. Da ist auch schon wieder blink, blink. Ich weiß nicht, was da blinkt. Und ob ich da jetzt hinfahren muss oder nicht. Hallo? Alles gut, keiner tut uns was. Wir haben hier nur Freunde. Da müssen wir die Paraniden dann die auch noch auf unsere Seite bringen, ne? Aber mit denen handelt nicht mal unsere Händlerin, warum auch immer. Ach, kommt noch. Und das Zinser, das vermisse ich, aber es kommt auch noch irgendwann. Ach, ich muss da irgendwo durch. Da ist nochmal ein Tor. Ich hätte jetzt gedacht, da hinten sind irgendwelche versteckten Stationen. Aber da ist halt einfach nur ein Tor.
Wo gerade ganz viele Schiffe mir entgegenkommen. Wo? Da ist noch eine Station. Die Frage ist gerade, was für eine? Wir haben eine Reichweite von 70. Theoretisch kriegen wir die jetzt dann gleich rein, oder? Nee, wir haben anscheinend eine kleinere Reichweite als 70. Es bleibt ein unbekanntes Objekt. Es bleibt auch weiterhin ein unbekanntes Objekt. Es ist eine Nanotronikfabrik. Okay. Okay, hier gibt es Autobahnen anscheinend wieder, die aber ins Leere laufen. Oh, die hören einfach auf. Könnte man gleich trotzdem einmal rauffahren und mal gucken, wo die einen überall hinbringen. Eine Luxus-Andockbucht. Ja, ich möchte gerne wissen, zu was für einer Station die gehört. Jetzt müssen wir hier wahrscheinlich gleich wieder ganz viele Satelliten platzieren. Wir lernen viel kennen, muss man sagen. Das ist eine Handelsstation, ne? Ja, das ist kein Schiffswerft. Da sind noch mehr Stationen. Da ist noch mal ein Tor direkt daneben. Es hilft uns auch alles nichts, ne? Naja, gut. Achso, ich bin zu weit weg. Bitte Landeerlaubnis. Ja, wo will der mich wieder lang schicken? Ach, hier vorne rein. Aber wo? Da vorne rein. So. Sind wir hier auch mal? Hier war ich noch nicht. So. Du willst aber auch. Du wartest jetzt aber doch schon ganz schön viel von mir mit dem Landen. Achso, der richtet sich auch grob schon selber aus. So, da sehe ich's. Halt, ich hab. Muss noch ein bisschen zurück. Na, jetzt aber. Ja, warum zuckelst du denn jetzt gerade so? So, danke sehr. Und gelandet. Schön. Lernen wir hier jetzt die Gegend auch mal kennen. So. Hallo. Willkommen. Danke. Alles super. Andere Schiffe. Fahrstuhl. Sprich mit, ja, ich weiß, dass ich bei mich immer sprechen muss. Ich weiß aber gerade nicht, wo ich dafür hin muss. Ich tippe mal hier runter. Da unten wird wohl der Fahrstuhl sein. Da. Oder der Teleporter. So, ab zum Büro der Handelsgilde. Da mal schön Freundschaft schließen. Jo, Dach. Ich bin wegen der Handelsgilde hier. Ich höre dich nicht. Aber gut, dass du einen Untertitel hast. Der redet nicht. Okay, wir bieten uns eine Reihe vertrauenswürdiger Individuen Mitgliedschaften an. Das ist sehr nett von euch. Dies ist eine einmalige Investition, die Ihnen Zugang zu profitabelsten Aufgaben verschaffen wird. Noch mehr zu tun. Super.
Was für Aufträge erwarten mich? Ach, guck mal, das kostet mich sogar Geld. Wie Sie sich sicher vorstellen können, werden die meisten Aufgaben die Profitgenerierung betreffen. Doch benötigen wir auch Kampfpiloten. Nee, danke, es ist nicht so meins. Wir müssen unsere Interessen schützen und suchen nach neuen Möglichkeiten. Sie können uns helfen, dies zu tun. Was sagen Sie zu diesem großzügigen Angebot? Wir würden uns freuen, wenn Sie uns beitreten würden. Ja, erscheint, Sie haben nicht die nötigen finanziellen Mittel. Ja, das stimmt. Das heißt, ich muss mir merken, hier ist ein Typ, mit dem ich da noch mal sprechen muss. Ach, ich kann doch auch wieder einfach Shift D ab im Schiff. So. Dafür funktioniert der Teleporter doch. Dafür ist er doch hier. So, handeln. Brauche ich hier eigentlich nicht. Also merken. Hier nochmal hinfliegen. Da ist der Ausgang. Wenn wir das Geld dafür haben, ein Freund der Teladi zu werden. So, jetzt muss ich aber einmal gucken, was haben wir denn jetzt noch für eine Mission? Die verstehe ich gerade nicht. So. Gut, die Beförderung-Dings haben wir halt noch auf. Ist in Ordnung. Jetzt möchte ich nur einmal hier sozusagen einmal in die Mitte von den ganzen Stationen hier. Dann können wir hier auch unseren Sensor platzieren. Also unser Satelliten. Und dann war da unten eine offene Mission. Die gucke ich mir dann gleich auch an. Okay, du hast eine Entfernung 23. Super. Du hast Entfernung 23. Also alles genauso, wie ich es haben möchte. Aufstellen, Zivilsatellit. Fertig. So, und jetzt haben wir hier alles, was übrig bleibt. Finde Sicherheitscontainer. So, der bringt uns da jetzt hin. Der wird also da irgendwo sein. Theoretisch. Also fliegen wir da jetzt mal hin. Und suchen mal einen Container. Muss ich bestimmt im Scan-Modus rumfliegen, also damit ich den finde, ne? Ist zumindest meine Vermutung. Ja, 100.000 Credits sind halt 100.000 Credits, ne? Aktuell ist das noch viel Geld, da ist noch eine Station. So, können wir ja mal den Scan-Modus übergehen. Fliegen hier rein. Oder brauche ich einen Langstreckenscan? Finde Sicherheitscontainer 2. Die Frage ist jetzt. Das sind die Autobahnen.
Wo finde ich jetzt diese Container? Ich kann ja mal genau auf den Punkt fliegen, da lagen die aber nicht. Das wäre ja angezeigt worden. Der Sensor findet aber gerade auch nichts. Schmeiße gleich einen Satelliten raus, soll der die finden. Können wir mal ein bisschen rumfliegen? Der die mir irgendwie hier so. Ach so. Ich dachte gerade, der Sensor hätte vielleicht was gefunden, das Pilim. Aber es sieht nicht so aus. Jetzt fliege ich hier im Scan-Modus rum. Und finde trotzdem nichts. Ich sehe da hinten, dass da noch mehr Stationen sind, ja. Und ich kann sagen, dieser Radius hier scheint um 4 Kilometer um den Mittelpunkt zu kreisen. Ohne dass ich aber jetzt hier was finde. Das hilft mir alles nicht. Ich setze jetzt gleich einen Satelliten und guck mal, ob der was bringt. Zivil Satellit. Okay, der Satellit, in dem ich schon wieder drinne sitze, deswegen ich wieder verziehe, der findet auch nichts. Wie es aussieht. Dover Satellit. Wo bist du eigentlich? Wo ist denn der jetzt hin? Wo ist denn der? Weg ist er. Fliege mal ein bisschen weg vom Satelliten. So, da ist er. Der findet hier aber auch nichts. Dann deaktiviere ich den mal. Setze meinen Marker mal auf den. Dann kann ich den wieder einsammeln, ne? Offiziell hieß es gerade, man kann die wieder einsammeln. Das habe ich irgendwo gelesen. Das stand, glaube ich, in der Enzyklopädie bei, dass man die wieder deaktivieren und einsammeln kann. Knapp vorbei ist auch daneben. Wie klein ist denn so ein Satellit eigentlich? Der ist wirklich winzig. Ist er unter mir? Ist er vor mir? Bin schon drinne. Ich bin anscheinend genau in ihm drinne. Kann ich dich jetzt nicht einfach? Habe ich den jetzt wieder? Ich habe den schon eingeladen jetzt, ne? Nö. Da ist er. Ich hatte den großen runden Kreis ausgewählt. Okay, das klingt so, als hätte ich ihn wieder eingeladen.
Was mir bei dieser Mission leider überhaupt nicht hilft. Das Schiff wurde abgeschossen. Wurde zerstört. Vielleicht könnte ich noch was bergen. Ja, super. Finde zwei Sicherheitscontainer. Ich finde diese... Ich finde das sonst doch auch. Ich war doch sonst auch schon am Schiff abgeschossen und habe die Container dann gesehen. Außerdem sagt doch selbst die Enzyklopädie. Sagt doch bei... warte, wo war es hier? Ausrüstung, Software, einfacher Scanner. Was für die Identifikation. Und dann haben wir den Landstreckenscanner. Große Objekte. Objekttypen. Scheint nicht irgendwo bei, man kann die finden. Kann ich draufschalten. Mit einer Zielcomputererweiterung MK1. Hat mein Schiff das? Ausrüstung, Software, Zielcomputererweiterung MK1. Ja, hat es. Ich kann also auch auf Container und so weiter ausschalten, wenn hier eines rumfliegen würde. Was ich aber gerade mit meinem Scanner anscheinend nicht finde. Es wird auch nirgendwo hier angezeigt. Und nicht, dass ich am Rand zu blöd bin, das zu sehen. Okay, Kollegen, es tut mir leid, ich werde diese Mission anscheinend nicht machen können. Weil ich keine Container finde. Dafür finde ich hier unten zwei Stationen, die wieder einen Satelliten kriegen. Zahlung erhalten, 85 Credits, super. Das ist der leere Raum, wo es halt die Container nicht gibt. Was für Station haben wir denn hier? Lohnt es sich wenigstens jetzt dahin zu fliegen? Oh, irgendwo gleich, damit ich zwischen stehen bleiben, dann sollte der Satellit beide mitnehmen können. Mal gucken. 20, 29, Stopp 28, super. Du bist auch drinnen, ne? Klar, locker weg. Aufstellen, Satellit. Fertig. Ein bisschen aus dem Satelliten rausfliegen. Okay, und ganz ehrlich, ich werde jetzt diese Mission abbrechen, weil ich es nicht finde. Und ich werde diese Mission abbrechen, weil ich nicht weiß, wie ich an solche Typen rankomme. Das hat ja auch nicht funktioniert. Und dann werden wir jetzt in die Autobahn steigen und gucken, wo die uns hinbringt. Wie wir noch ein bisschen was kennenlernen hier, wenn es schon solche Autobahnen gibt. Dann auch nutzen. Gut, da gab es auch Tore, die sind natürlich auch interessant, aber mich interessiert jetzt erst einmal, welche, die hintere, weil die führt nicht in die Sackgasse. Also nicht in die erste reinfliegen, bitte.